So, willkommen zurück zu Workers and Resources Sowjetrepublik. Ich habe festgestellt, wir haben hier Leute, die beschweren sich, dass wir zum Beispiel keine Kultur genießen können. Gut, wir haben ein Kino hier, nur keine Mitarbeiter. Strom hätten wir. Das sind kleine Häuser, wo kaum jemand drin wohnt. Deshalb, die werden wir jetzt mal verlegen. Und zwar darüber. Und dann können wir jetzt dieses Gebäude abreißen. Das wäre das. Hier 13 Leute. Die können wir natürlich auch umsiedeln. So, und auch weg. Genauso hier. Wobei das ist voll besetzt, aber wir lassen sie umziehen. So, Sprengung. Bei dem kleinen lohnt sich vielleicht nicht. So, das waren die drei Häuser. Dann machen wir jetzt mal die Fußwege hier weg. So, und eventuell den Fußweg um das Kino auch noch. Wobei, mach mal so. Jetzt hätten wir neue Baufläche und ich hoffe, ich kriege jetzt ein paar größere Gebäude dahin. Das ist vielleicht ein bisschen sehr lang. Oh, komm. Würden wir das hier reinbekommen? Aber ich glaube, den Fußweg brauche ich. Siebenundneunzig, 33, 127. Wie wär's mit dem absoluten Koloss? Vielleicht noch mal ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis der Schutt weggeräumt wurde. Passt. Exzellent. So, jetzt. Komm, bitte, bitte, bitte. Das passt auch noch hier hin. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. So, perfekt. Mehr wollten wir nicht. Fußweg. Moment. Den Fußweg canceln wir mal. So. Darüber. 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 Fußwege bitte für Rubel bauen. Und diese Gebäude bitte auch für Rubel bauen. Oh Gott, oh Gott. Reicht mein Geld, reicht mein Geld. Der Koloss, der ist schon echt teuer. Reicht nicht. Aber das Geld wackelt, das Geld wackelt. Das heißt, es reicht.
So, jetzt müssen doch hier Leute gleich anfangen zu arbeiten im Kino. Okay, ich brauche schlaue Leute. Dann nehmen wir mal aus unserer Universitätsstadt hier wieder einen Bau. Und lassen clevere Leute hier einziehen. So, und jetzt noch ein paar normale, nicht ganz so clevere. Die sind alle voll, alle voll. So. Zwei Mitarbeiter im Kino. Da, 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 da. Schule bekommt jetzt auch ordentlich Lehrer. Hier sind auch Lehrer am Start. Sehr gut. Das heißt, unsere Ölraffinerie wird bald boomen. Geld. Bitumen, Bitumen. Öl kommt rein. Was war das nochmal hier? Kleidung. Kein Strom. Er lädt gerade voll. Ich glaube, hier erhöhen wir auch mal den Ankauf. An Stoffen. Produktion. So, LKW, wirst du bald mal voll? Da, 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 da. Gebäude ohne Stromversorgung. So. LKW, wertvoll. Du fährst kleines Zollhaus an. 16.000. Da, 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 da. Ist ja voll, bevor der nächste LKW da ist. Das ist jetzt die Frage. Gebäude ohne Stromversorgung. So. Okay, der fährt direkt los. Gut, die merken, dass sie Strom brauchen, ja. Okay, also das Dorf ist komplett abgehängt hier. Pflanzen, Tiere. Wo fährst du hin?
Der fährt zum Zollhaus. Das heißt, der verkauft auf jeden Fall. Ohne Strom. Gut, hier gibt's Strom. Da werden wir mal eine Hochspannungsleitung legen. Aber nicht für Rubel. Wie sieht's aus? Für Dollar? Oh Gott. Für Dollar komme ich auch nicht weit. Da. So ein Mist. Gut, erstmal weg hier. Gebäude ohne Stromversorgung. Gebäude ohne Stromversorgung. Tata. Gut, schauen wir halt nochmal hier. Ohne Strom, ja scheiße, ohne Strom kommt kein Geld rein. Züge. Ihr müsst jetzt Geld bringen. Bringt uns Geld, bringt uns Geld. Da, 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 tralala. Jetzt sollte doch unser Geld fast explodieren. Der Ölzug kommt gerade wieder. So, nochmal hier schauen. Der wird gerade beladen. Und der auch. Komm. Du fährst mal los. Tada, talala. So. Hochspannungsleitung weitermachen. Wo war die? Hier. So, die machen wir aber jetzt für Rubel. Nochmal 20.000.
nochmal 27.000. Oh Gott. Das könnte eng werden. Wenn wir jetzt nochmal auf Dollar gehen. Machen wir für... $14.000 nochmal. $14.000. So, und jetzt wieder auf Rubel springen. Verdammt. 43. Gut, da warten wir mal noch ein bisschen. Da, 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 da. Wobei, jetzt ist ja erstmal Strom da. Warum will hier niemand wohnen? Bildungsniveau, Taverne. Okay, ich siedel noch mal welche um. Irgendwo meine Lieblingsaufgabe. Der sieht gut aus. Wo war das jetzt? Hier? Ja. So, also wir hatten ein kleines Geschäft hier. Eine Kneipe. Aber keine Schule und sowas. Was dann natürlich ärgerlich ist. So. Umgesiedelt. Dich machen wir mal klein, dich heben wir auf. So, wo lauft ihr hin? Da, da. Ein paar wollen sogar arbeiten. Sehr schön. Da, ta, ta. Die schwärmen jetzt aus. Da, tiralala. Gebäude ist ohne Strom, ja. Ja, ja, ja. Die Stromleitung geht einfach nur hier hinten dran. Da, da, da. So, jetzt kommt ein bisschen Geld rein. Kann ich den nächsten Zug losschicken? Ist noch nicht ganz so weit. Wie sieht's hier aus?
Komm, Kollege, fahr los. Fahr einfach los. Und der mit Bitumen lädt noch aus. Ah, der kann eigentlich auch schon abgelöst werden. Losfahren. Da, tata. So, das sollte aber jetzt wirklich das Geld bringen, was wir brauchen. Strom. Ach so. Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye. Bis zum nächsten Mal.